Ich finde Ezreal ziemlich useless, genauso wie Pat. Ezreal ist auf hohen Runden sehr, sehr gut gegen die Moabs. Auf Low Level ist sie tatsächlich, oder Low Runden. Und auch auf ihrem Low Level ist sie tatsächlich ziemlich nutzlos, das stimmt schon. Aber auf High Level, also ab Runde 70, 80, wenn sie die Moabs alle verhexen kann, ist sie schon sehr, sehr stark. So, wir nehmen mit. Ah, Pet hat man schon lange nicht mehr. Für Flussbett. Achso, Luft ablassen. Die Taktik für Luft ablassen, die muss ich noch mal kurz nachgucken. So, Anton hatte irgendwann mal in einem Kommentar geschrieben gehabt, bei Luft ablassen nutze ich immer diese Türme. Oben brauchen wir dafür. Schauen wir mal. Was ist dort? Okay. Einen 402 Zauberaffen. Zauberaffen ist ja Magier, ne? Wir schauen mal, ob wir. Ich habe ich noch genug Geld, um das dann zu entfernen. Mal gucken. 402. Oh ja, wunderbar. Ein 401 Ninja-Affen. Ich muss auf jeden Fall den Stein da unten entfernen. Omen Greenfoot? Ja, muss auch machen. Habe ich nicht auf Ja gedrückt? Achso. Und eine 104 Kanone. Sehr schlecht. Ja, kann ich mir selber nicht mehr leisten, weil ich 1000 Gold dafür rausgehauen habe, aber das macht nichts. Ich hoffe, das reicht. Mal schauen. Ja, Oben bufft die auch noch. Ja, Anton, mal schauen, ob er. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt hier ist, aber ich glaube nicht. Anton NYN. Das sieht aus nach einem YouTube-Kommentar, den ich rauskopiert hatte. Mal schauen, ob es funktioniert. Ach, meine Güte. Ein Frosch im Hals. Oder krank. Wer weiß. Aber wolltest du nicht jetzt halbes Geld machen? Ja, hast du recht. Siehst du? Schon mal vergessen. Dafür können wir hier 203 machen. Und Darky, würdest du wieder in die Schule gehen, wenn du könntest? Nee, auf keinen Fall. Die Zeit habe ich abgeschlossen. Na, man muss nach vorne blicken. Ich glaube nicht, dass mir die Schürze noch gefallen würde. Hast du wirklich alle zwei von jedem Turm geskillt? Außerdem hast du mal Eisaffe. Ich habe alles gemacht. Ja. Thuong, ich habe alles gemacht. Jeden einzelnen Skill benutzt, jeden einzelnen Skill getestet. Alles. Oh, 5 Gold fehlen noch. Bedauerlich. Na, schauen wir mal. Wird bestimmt schon. Ich meine, der 402, der reicht sowas von aus, um die ganzen Mobs zu killen. Das ist kein Ding. Hi, endlich erwische ich mal einen Stream von dir. Hi, Kira. Was kann eigentlich der Panzerheld Schaden machen? Ziemlich viel, aber er ist halt sehr langsam im Leveln. Du hast einmal zu viel 401, hattest du gesagt, für den Ninja-Affen. Tatsächlich. Siehste, recht hast du. Halbe Welt, recht hast du. Wurde Korruption hinzugefügt? Leider noch nicht, Patrick. Hi, mein Gamer, hi, Bajic. Wieso spielst du kein Brawl Stars mehr? Weil ich das mal angespielt habe. Aber ich fand das Spiel gar nicht so schlecht. Brawl Stars. Vielleicht könnte man das ja im Stream irgendwie spielen, aber ich glaube, so langfristig wäre das Projekt nicht eines Let's Plays, würde ich sage ich mal so. Der Luftablass ist ziemlich lame. Man muss halt abwarten. Ja, Bros, das war schon interessant, aber gibt bessere Spiele.
Wenn du mal wegstellt, halt noch. Hast du rein, Donnerblitz? Bis zum nächsten Mal. Bewegt sich der Panzer? Ne, der bleibt auch auf der Stelle stehen. Wie jeder andere Turm auch, außer der Heli. Hi, welches Level bist du gerade? 119. Guten Morgen, Floink. Was war deine längste Runde? 472, glaube ich. Na, du kannst halt aber nur so im Sandkastenmodus die Runde auswählen, die du halt am höchsten geschafft hast. Und ich glaube, 473 haben wir nicht mehr geschafft. Ich glaube, 472 ist es gewesen. Ah, Flugzeug bleibt. Ja, das stimmt. Ah, ja, gut, Flugzeug. Ich habe überlegt, aber eigentlich würde ich es nicht nennen. Ja, das hat halt eine fest vorgelegte Routine, ne? Das kann sich halt auch nicht so richtig bewegen. Finde ich. Überleg gar nicht, das Game anzufangen, wenn du das Game in den Zivilstocks und höher kommst und du verspielst, keine Chance, verlierst. Ich weiß, ich kenne solche Spiele. Deswegen, ich erkenne sowas halt schnell, ob das Pay-to-Win ist oder nicht. Und bei Brawl Stars weiß ich es halt auf jeden Fall, ist ja von Supercell, ne? Das ist halt alles Pay-to-Win. Ich weiß, aber der Anfang ist halt ganz cool, genauso wie bei Warfriends, ne? Warfriends ist auch halt auch Pay-to-Win. Aber der Anfang ist halt mega nice. Aber, ja, es ist halt scheiße, dass die Entwickler immer so drauf sind, ne? Das ist sehr schade. Ab wann kommt das lila Schiff? Ab Runde 100, Maxi. Runde 100 kommt ein Bad. Und dann kommt der regelmäßig. Ich habe 522 erreicht. Glückwunsch, mein Gamer. Ich würde gerne einen Stream sehen. Vielleicht nur so 40 Minuten oder so, aber es würde mich einfach wundern. Das würde mich einfach wundern. Wie meinst du das? Also ich habe es dann angespielt, ne? 20 Minuten oder 25 Minuten. Das war schon ein ganz cooles Game, aber wie halt Spieler Army gerade schon sagt, wenn man es länger spielen möchte, dann sieht es schlecht aus. Weil man dann in der Regel einfach keine Chance hat. Ich muss noch kurz was zum ein Bonbon holen. Mein Hals muckt auf. Ah! Zusammenklebende Bonbons, auch geil. Mmh. Köstlich. Naja, easy going, ne? Also Luftnummer ist eine coole Taktik. Anton, ich danke dir. Falls du das siehst, hörst, wie auch immer. Vielen Dank für deine Taktik. Die sieht sehr, sehr gut aus. So, wir wollten jetzt...